Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. So, ihr Lieben, die diesen Podcast sehen, ist ein bisschen dunkel. Da ist meine liebe Gattin. Schatz, wir sind jetzt gerade das erste Mal hier in der Business-Klasse mit dem Flieger. Wie war es für dich? Also, Business-Class heißt ja auch, aber es ist ja nur ein Platz dazwischen. Frei, das ist ja nicht so viel mehr. Allerdings, das macht schon einiges aus. Und das macht richtig viel aus. Weil wir haben jetzt echt viel Platz. Wir haben viel Zeit, Platz, uns auszubreiten und zu arbeiten. Und Zeit ist die andere Frage, weil hier kriegen wir nämlich Essen und Trinken. Und so viel Zeug. Und das wertet einen selber sehr, sehr auf. Das macht es sehr glücklich. Und das ist schon was anderes, auch wenn es so Kurzstrecke ist. Genau, also das war jetzt gerade mal eine Stunde 15 der Flug nach Venedig rüber. Aber es ist einfach so, es gab Essen, man konnte auch 2-3 Gläser bestellen. Es gab hinterher eine Praline, nicht einfach nur diese Schokotäfelchen. Und es war einfach jetzt so, dass es so ein Oktoberfestmenü gab mit Wurst und was war das noch? Orbatz da. Kartoffelsalat, ein kleines gebackenes Brot. Absolut cool. Und einfach ein bisschen schlemmen und entspanntes Ankommen. Und ich bin ja recht breit und dann hier ein Sitzplatz dazwischen. Ist natürlich richtig, richtig cool. Auch wenn wir dann sonst nebeneinander sitzen. Aber wir haben das doch genossen. Jetzt geht's auch schon in den Landeanflug. Oh ja. Oh, ja. Wir können mal gucken. Vielleicht kannst du mal kurz raushalten. Vielleicht sieht man das so ein bisschen. Den Anflug auf Venedig. Auf der rechten Seite ist einfach schöner. Also das heißt, wenn ihr mal hier rüberfliegt nach Venedig am Fenster sitzen könnt, nehmt auf jeden Fall die rechte Seite, weil der Anflug ist deutlich imposanter. Aber halt, erstmal Business, waren dann nicht mehr so viele Plätze. Aber das Coole war, der Flug war sogar günstiger als normal Economy, weil wir früh genug gebucht haben. Also da auch immer nicht denken, kann ich mir nicht leisten. Schaut einfach mal, ob es vielleicht zufällig gerade günstiger ist, Business zu fliegen. Manchmal ist das einfach so. Und wir werden jetzt, was machen wir in Venedig? Wir werden jetzt hier schön Urlaub machen, richtig? Ja, klar. Wir machen Arbeitsurlaub. Wir schreiben das dritte Buch von Ernst Kasonet, das ist der Expertenbuch. Für mich das zweite, für dich das dritte Buch. Mhm. Und das nächste ist schon im Mai geplant. Nächstes Jahr, 2025, gibt es wieder die erneute Möglichkeit, sein Buchprojekt dabei zu holen. Und verpasst es nicht, weil jedes Mal alles magisch ist. Ob Flug, ob Hotel, ob Buch oder alles, was danach kommt. Genau, Venedig ist einfach eine magische Stadt. Das Schreiben von einem Buch ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Wenn man eine professionelle Anleitung hat, vor allen Dingen in 2,5 Tagen wird es komplett fertig. Ja, ein bisschen unruhiger Landeanflug heute durch das schlechte Wetter. Aber das hält uns nicht auf. Es gibt genug Locations, wo man in Venedig schreiben kann, haben wir letztes Mal schon gemerkt, die letzten 3 Male. Ja, und wenn du sagst, du möchtest auch ein Buch schreiben, man weiß nie, wie lange der liebe Ernst das macht. Manchmal hat er Spaß an irgendwas und wenn er an irgendwas keinen Spaß mehr hat, dann fängt er was Neues an und macht das nicht mehr. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte auch unbedingt mal ein Buch schreiben, schau gerne in die Stories von Yvonne und mir auf unseren Kanälen über das Buch. Wenn du eins unserer Bücher haben möchtest, schreib uns einfach an. Unsere Kanäle sind unten auch in den Shownotes verlinkt. Und wenn du selber sagst, boah, ich möchte auch unbedingt ein Buch schreiben mit anderen zusammen, so ein geiles Happening und ich möchte einfach mein Wissen zu Papier bringen, dann scheu dich nicht, schreib mir eine E-Mail oder eine andere Nachricht auf den Social-Media-Kanälen, zum Beispiel podcast@hennigwils.de oder info@hennigwils.de und dann bist du im Mai dabei. Yvonne, du noch letzte Worte, bevor es gleich eine ruppige Landung gibt? Du sagst, es gibt eine ruppige Landung. Ja, das ist ja einfach schon, der Anflug ist ja schon recht. Ich bin so begeistert davon. Vor 20 Jahren wärst du hier aus dem Flugzeug gehüpft und wärst du unten schneller angekommen als alle zusammen. Und jetzt sitzt du hier da, machst einen Podcast und bist tief entspannt. Ich bin so stolz auf meinen Tag. Ja, das ist rein zur Ablenkung. Also so richtig ruhig bin ich innerlich nicht, wenn es so ganz unruhig ist. Aber es war vor 20 Jahren deutlich schlimmer. Ich fliege ja mittlerweile auch sehr gerne Heli. Und da hat der liebe Ernst ja vor 2 Tagen auch, als wir in St. Moritz geflogen sind, extra den Piloten gesagt, mach mal ein paar lustige Manöver, dass der Henning dadurch seinen Stress durchgeht. Aber so einen kleinen Stress habe ich hier schon. Ich weiß nicht, ob man es hier jetzt gerade sieht, die Landung. Nee, das sieht man nicht ganz. Aber insofern... Ja, ist hier ganz heftig windig. Es sind für heute Nacht auch ein bisschen Unwetter gemeldet. Insofern verabschieden wir uns.
wenn ihr dabei sein willst beim nächsten Mal, schreib mir und alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Podcast. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.